Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21. Mit mir dabei natürlich unser Cheftrainer Halvar Valvoric. Der hier, also nicht er hier, sondern der hier. Genau der. Er hier ist gerade nicht da, er ist gerade auf Länderspielpause. Ja, noch nicht, oder? Er ist ab 1. Am 1. Der Dago ist auch mit dabei. Hallöchen, ja, ich bin auch ab 1. noch dabei. Nicht auf Länderspielreise. Ja, im Ruhestand. So, dann schauen wir doch mal, was da ist. Scouting-Update. Das kommt auch noch dazu. Ja, Leihangebot. Jetzt kommen die ZOMs alle weg. Akpom? Nee, Akpom ist auch nur einer von denen, die du, oder? Nee, weiter runter. Dann mal weiter. Schauen wir erstmal die Scout-Berichte an, ne? Alle Scheiße, dankeschön dafür. Oder da waren 70er dabei. Ja, oder? Vielleicht der noch am ehesten. Ja, 61 genau. Bis 83. Da ist halt das Potenzial sein. Eher so. Aber schau mal auf den Wert. Nakajima. Ja, gut. Achso, genau der. Das vergesse ich immer, dass man das eigentlich auch machen kann. Also wird. Es ist so jetzt mal so 62er vielleicht. Ja, wenn überhaupt. Kann auch so ein 59er sein. Mhm. Aber stimmt, das mit dem Wert, ja. Ja, es ist nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, aber zumindest so eine Tendenz. Ja, ich finde 25 auch immerhin. Er hat halt ein höheres Potenzial auch da unten, ne? Der hier mit 91. Hashimoto. Aber wird halt auch. Ja, die werden um den Dreh sein, du wirst schon recht haben. Guck dir die Position so an, die er auch spielt. Das die 60 auch, sein. Die haben genau dieselbe Position. Fast genau dieselbe. Und ich will nicht sagen, wir sind da schon echt gut besetzt, aber wir sind da halt echt schon gut besetzt. Also, das ist halt, wird mit Spielen halt auch nicht so leicht auf der Position. Aber gut, das war jetzt erstmal Japan. Takeshi und so weiter, die können mal zumindest gehen. Bei den anderen wissen wir es noch nicht. Also die zwei vielleicht. Die lassen wir erstmal noch, oder? Ja. Weil die jetzt mitzunehmen, bringt auch nicht so viel. Baust du irgendwie. Ja. Jake Stanley, ja, schon besser. Oho. Den würde ich sogar 15. direkt verpflichten, ehrlich gesagt. 15, oder? ja, aber hallo. Aber sehr gerne. Auch der hat jetzt keine so schlechten Dinge gehabt mit 17. Der hier? Aber 300.000 ist halt wieder nicht so. Ist nicht so der Hammer, so wie er hier auch mit 350. Auch besser, ja. Aber 50, halt 50. Ja. Die Frost, 150er, Sebastian allein, Frost. Sebastian. Frost. Sebastian Frost. Ja. Die anderen kannst du theoretisch echt ablehnen. Ja, selbst den eigentlich, ja. Die zwei auch. Boah, das Potenzial, alter Schwede. Ja, ich sage ja. Ich kann ein Potenzial von 55 haben mit der Stärke. Also da kannst du auch theoretisch grundsätzlich drüber nachdenken, ob du den schon ablehnst. Mit 16, mit 17 vor allem. Ja, also Caleb Pearson können wir eventuell noch gucken mal. Ja, mal gucken, ob wir den noch mitnehmen irgendwann mal. Aber ist ein Torwart, ne? Okay, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ja, naja. 90.000, niedlich. 375, 500. Das geht schon in eine schönere Richtung. 120 und 100. Ja. Wow. Ja, die können alle bis auf den 500er da gehen. Ja. Also zum Erben. Ja. Ja, eigentlich auch. Potenzial ist okay, total, aber. Die Frage ist halt, wird er es jemals kriegen? 15 immerhin. Ja, komm, also lass mal die Ball mal drinnen. Machen wir dann noch Karabek, Porto. Kaufoption. Wen haben wir denn jetzt noch ZOM-technisch? Wir sind gerade noch nicht alle ausgeliehen. Wir haben noch wir haben Arias und wir haben muss noch weiter runter. Deng. Ja, unser Kader ist mittlerweile so groß, du musst noch weiter runter. Schoma soll weg. Ja, Benedetti, der hatte ein Angebot, oder? Nee, doch hat er, ja, stimmt. Ich meine mich zu erinnern, dass er ein Angebot hat. Ja. Ein Angebot für Benedetti.
Also Benedetti und Karabek. Wenn wir die den hatte noch, ich ja schon angenommen für die Boys. Wenn wir die beide noch verliehen bekommen, dann sind wir eigentlich gut, oder? Ja, dann haben wir Nummer zwei. Dann haben wir eigentlich zu wenig. Wir haben doch die dann Frage nur noch Arias und Ding. Und mit Frage zwei ist ein bisschen wenig. Aber Karabek selber wolltest du ja eigentlich nicht spielen. Das heißt, wir könnten höchstens überlegen, ob wir Chilvers zurückholen. Das muntere Rotieren geht weiter. Wie so oft. Oder ob wir Xhoma einfach dann doch spielen lassen. Aber ja, der kann oder halt irgendeinen anderen abbrechen, den Lou doch wieder sagen, er soll kommen. Weil Xhoma kann halt nicht, kann sich nicht mehr entwickeln, oder wie war das? Ja, mit 63. War das der, der sich nicht mehr entwickelt? Könnte sich offenbar noch entwickeln, aber ja, ist halt 63. So der, ist halt nicht so der Knaller für die Liga, ne? Naja. Bis der gut wird, dauert halt. Ach, der Ronning ist immer noch ZM, dem habe ich doch ZOM gesagt. Das ist nicht, vielleicht sieht nicht Club Brügge wohl anders. So, das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß nicht. Karabek, den verleihen und irgendeinen anderen dann halt abbrechen. Ja, wie du sagst, vielleicht wirklich Chilvers. So als wieder zurückholen. Altgedienter. Ja. Wäre eine Idee, zumindest. Könnte man machen. Weil andererseits hat Karabek halt nur sporadisch und Ding, obwohl er weniger Stärke hat, gleich mal Rotation. Aber gut. Ja, im Grunde wieder eh durchrotieren, also. Ja, machen wir eigentlich auch oft, oder? Aber also, drei bräuchte man schon auf der Position. Ja, ja. Gerade wie es ist, wenn letztes Jahr, da war plötzlich dann einer verletzt und dann. Ne? Nö. Und auch, ich sag mal, auch wegen Ausdauer. Aber ich mach jetzt auch nur mal delegieren und mach dann den ja Dago-Trick, oder? Kann ja auch sein, das funktioniert gar nicht. Weil Karabek sagt, nee. Ja, genau. Was? Vielleicht. Bei Porto, da spiele ich doch nie, da gehe ich nicht hin. Aber die Leier kann ich jederzeit abbrechen, oder? Muss nicht im Transferfenster sein. Die kannst du jederzeit abbrechen, halt gegen Gebühr, aber das, ja. Ich glaube, da haben wir ja noch genug, oder? Um das zu stemmen. Ja, würde ich auch eher wahrscheinlich erst in 9 Monaten machen, damit ich ein bisschen weniger zahle. Ja, genau. Fuchs. Ja, probier es einfach. Laie. Weiter? Okay. Je nachdem, ob es jetzt noch zählt, weil 29. ist ja quasi ja, schon im Transferfenster. Kann aber das andere ging, auch später. Relativ, andere ging ja auch relativ schnell. Okay. Aber wir werden sehen. Gucken wir mal. Jetzt wollte ich noch kurz schauen hier. Der neue, den wir jetzt verpflichtet haben. Stanley, 64. Oh, 67 Potenzial vielleicht. Aber vielleicht auch mehr. Ja, 91 wäre möglich. Rechts Mitte. Ausdauer, ach du Scheiße. Okay. Da ist Potenzial nach oben. Ja. Aber diese Dinge, die da jetzt stehen, heißt das, da wo ein Strich ist, das geht nicht weiter? Oder? Mhm. Okay. Also ist jetzt schon fix, dass Beweglichkeit und Balance wird nicht besser. Ja, genau. Okay. Ruhe nur noch ein bisschen möglich. Ausdauer geht zum Glück noch ein bisschen mehr. Ja, aber sonst wäre das ja ganz übel. Aber auch nicht so, ich meine, ich glaube, 3 ist das Maximum, oder? Gibt es da 3 auch? Nee, da nicht, weil der hat ausgeglichen. Bei ausgeglichen gibt es immer nur 2. Ach so. Weil da trainiert er alles. Ja, okay, stimmt. Deswegen macht es immer Sinn, fast 65 immerhin. Deswegen macht es immer Sinn, was anderes auszuwählen. Irgendwas mit Ausdauer macht er überall. Gut. Flanken vielleicht? Mhm. 56 ist auch nicht so. Wenn er spielen soll irgendwann mal, wäre schon nice. Was hat denn der an Dribbling? Wo ist ein Dribbling? 77. Okay, das geht. Ballkontrolle 80 ist auch gut. Da will ich mich gar nicht beschwert haben an sich. Also Dribbling an sich. Das könnte er machen. Da der dann nämlich auch sprinten und antritt. Ja. Würde gleich schneller dabei. Und aber ich sag mal so, Tempo und Dribbling, die Kategorien, diese Überkategorien sind eh seine Stärken an sich. Mhm. Grundsätzlich. Mhm. Mit kleinen Ausnahmen. Na, Ballkontrolle 80 geht auch gut. Ja, aber ich sag mal so, Reaktion 61 ist halt so, Ruhe. Ist halt alles in der Kategorie so ein bisschen mit drin. Oh, Stärke 39, eieiei. Ja.
Well, well, well. Also Physis ist auch nicht so sein Ding. Schießen sollte auch nicht unbedingt mit 51. Nein. Flanken, ja. Schießen, nein. Ja, obwohl Flanken mit 56, ja, nee. Ja, auch nicht. Ist zumindest besser. Es sollte eher passen, einfach nur. Einfach nur Boden, am Boden halten, nichts machen. So, kann die er nämlich. Anderen haben Trainingsziele, okay, passt. Wunderbar. Gut. Dann machen wir mal Training. Oh, beides A, alle drei A, auch schön. Du kannst doch weitergehen. So nehmen wir das. Büro. Karabek. Und Büro haben wir schon die erste. Ja. Karabek war da. Ja. Ich hoffe, das geht noch am letzten Tag. Ja, normalerweise ist es ja Stunde für Stunde, kann sich's entscheiden. Ja, beim Leihen kommt mir immer vor, brauchen die länger als beim Kaufen. Aber dann hoffen wir es einfach mal. Ja, hoffen wir mal. Gehalt 2-1. Schauen wir mal, 35, ja? Ist ja nicht so begeistert. 50. Nochmal 35. Ja, es scheint ja irgendwas. Sergio Conceição. Ist der? Ist das der Conceição? Weil der hat zumindest mal anders ausgesehen als die normalen. Vielleicht ist auch einfach, weil der Champions League Trainer ist, wird er quasi animiert. Ja. Ja. Vielleicht. Möglicherweise. Was haben wir denn noch? Ja, 3,94 Millionen. Ja, viel ist das nicht wahr. Nee, aber wir wollen ja eigentlich auch grundsätzlich gar nicht so viel machen. Jetzt geht's los. Oh nein. Halt dich fest. Da ist schon mal was. Ja, ich weiß. Hoffentlich die Leihe, die durch ist. Ja. Weil normalerweise müsst ihr stocken und mich Benedetti direkt reinbringen da. Ja. Benedetti ist ausgeliehen. Ja. Das ist ja schon mal okay. Nehmen wir. Wenn ein Angebot kommt, dann wird man gleich direkt in dieses Fenster reingeworfen. Ach, Weimann geht. Der Top-Torjäger ist auch nicht schlecht. Ja, wohin geht er denn? Zu Cardiff? Nee. Irgendwas andere Liga, oder? Sollte man wissen, wer war da, weil man. Twente. Ach, Twente, Enschede. Ja, klar. Tschüss. Ja. Also, hätte nichts mit der Torjägerkanone. Angebot? Nee. Irgendwas anderes? Karabek. Okay. Der ist also auch weg. Damn it. Ja. Hat also noch gereicht, wollte ich damit sagen. Ja. 2. Ja. Ja, da ist was. Sinn. Ja. Leihangebot vor allem. Mit Kaufoption. Wollten wir den nicht eh gehen lassen? Also. Ja, nehmen wir es an. Eigentlich schon, ne? RB Salzburg. Wir können natürlich es ja immer noch dann ihn zurückholen. Stimmt. Der Trick geht ja zum Glück. Ja, nicht schlecht. Da haben wir eh zu viele. Perfekt. 16 ist der halt erst, ne? Hm. Dafür ist 69 schon ganz gut. Nicht überragend, aber ganz gut. Naja, nicht, ne? 35? Oh Gott. Die sind aber, die wollen es aber wissen. Ja, okay. Schau. Mei, von mir aus. Vor allem, es geht um 330 Euro. Das ist also für so einen Fußballclub halt eher so. Also, pro Woche, ja, aber trotzdem im Vergleich, na gut. Also, Ich vermisse da jetzt halt so ein bisschen zu sehen, wie sein Marktwert ist. Ja, ich auch. Aber ich hoffe, der ist ein bisschen drüber. Also 3 würde ich schon gern probieren. Ja, probier 3. Mehr oder? So, 2,8 waren es. Soll ich weiß es nicht. 3,1? Ich weiß ja nicht, wie schnell die rausgehen bei sowas. Da bin ich. Ja, andererseits, wobei, wenn sie jetzt rausgehen, gehen sie halt raus, oder? Passt.
Hätten wir noch mehr machen können. Ich wollte gerade sagen, hätten wir vielleicht sogar noch mehr, aber wer wird denn, oh, Wert 2,9 vor allem, diesen Untermarktwert haben die uns angeboten. Aha. Penner. Alter. Hätten wir noch mehr rausholen können. Okay, nächstes Mal Memo an uns beide, wir gucken drauf. Ne? Ja. Bevor wir in die Verhandlungen gehen. Ja, das ist so doof, wie das gelöst ist. Ja. Ah. Ja, scheiße, können wir doch noch mehr rausholen. Die wollen ihn direkt verkaufen. Direkt kaufen. Ja, gut. Okay. Ich meine... Also hat man jetzt gesagt, 16 mit 69 ist okay. Ja, ist halt... Ich weiß nicht. Vielleicht ist Leihe erstmal besser bei dem. Ja. Schauen, wie er sich entwickelt. Vor allem, ob der jetzt SSC Neapel die richtige Adresse ist, weiß ich jetzt auch nicht. Würde ich eher ablehnen. Ja, nehmen wir ab. Wir kriegen 3 von den anderen. Wow. Okay, dann kommt die Bestätigung durch wahrscheinlich gerade. Vor allem, weil 3 jetzt auch nicht das Mega-Angebot ist. Adresse ist mir egal. Ne? Oh, okay. Das könnte jetzt die Bestätigung und noch ein weiteres Angebot sein. Nee, kein Angebot mehr. Es würde auch nicht mehr klappen, 2 Stunden Verschluss. Ja. Kommen immer manchmal auf die Idee, hier, vielleicht wäre es doch toll, aber... Sinn wird ausgeliehen, okay. Das, okay. Immerhin, das haben wir schon mal gemacht. Ein sehr lahmes Transferfenster. Vor allem hier Bristol, wo Weimann gespielt hat, die haben auch nur Weimann verkauft und das war's dann. Wir haben keinen neuen geholt und nichts. Ihr Top-Torhüter, Top-Torschützen, warum nicht? Da Exeter, da, wir haben mehr geholt. Ticken mehr. Okay, das war's schon. Also ich hätte jetzt mehr gedacht, es geht mehr zum Transfer, ja, zum Transferfenster, ja. Aber okay. Wirklich sehr wenig. Ey, jetzt wow. Von Ghana rein. Ajax. Ja, wenn wir das jetzt annehmen, dann passiert es doch erst zum Halbjahr. Ja, im Januar. Bisschen spät, ja. Weil wir haben ihn dann die ganze Zeit auf der Liste. Ja. Wollen ihn eigentlich dann ja nicht spielen lassen. Und, naja. Weil er ja dann eh woanders hingeht. Ja. Ja. Vor allem mit Kaufoption. Mhm. Also, das ist jetzt eine Nullleihe, würde ich sagen. Ja gut, können wir machen. Ja, dann verhandeln wir mal und schauen wir mal, ob wir die Leihe hinkriegen. Aber wenn's, ja, wir machen den doch nicht besser für die und dann verkaufen die den. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur eine Leihe ist, okay. Ach fuck, jetzt habe ich es falsch gemacht. Egal. Ich hätte delegieren sollen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, dann nicht. Ajax. Dann eben nicht. Hat sich schon erledigt. Vergessen zu delegieren, aber ja. Dann werden weitere Angebote kommen. Irgendwann. Grundsätzlich haben wir ja schon vor, den eigentlich auch zu verkaufen, oder? Ja. Weil, naja, er sollte sich halt gut spielen lassen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, weiß nicht, ob es besser wird, wenn er sich irgendwo verleihen lässt. Ah, da ging so gut durch die Decke beim letzten Leihen, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee wäre. Ja. Peru. Die wollen aber auch, die haben uns ja das dritte Angebot, glaube ich, geschickt jetzt. Die wollen es wissen. Die wollen uns unbedingt. Wir sind der zweite, den sie fragen nach Claudio Pizarro. Der bestimmt irgendwo noch spielt auf der Welt. In Peru. Ja, bei Leipzig. Nein, ihr verstärkt euch erstmal nicht. Ja. Wir müssen auch gegen euch gewinnen. Ja, echt mal. Vorher. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen durchwechseln. Na, Vergane ist auch gleich auf. Zwei, drei Leute nicht da sind. Mhm. Wir müssen quasi komplett einwechseln, was wir noch da haben wahrscheinlich. Der letzte Rest. Stell dir mal jetzt vor, jetzt spielen wir jetzt und wir hätten nicht so eine große Mannschaft. Ja. Wir hätten ein Problem. Gut, dass der Deng da ist. Sonst hätten wir ZOM technisch überhaupt ein Problem. Ja, das stimmt. Aber da haben wir eh gesagt, da wollen wir wen zurückholen wahrscheinlich. Und Fofana kann links Mittelfeld spielen, das ist auch sehr gut. Medina. Bi-
wie übersichtlich die Mannschaft auf einmal ist. Ja, naja, übersichtlich in der Mangelung an Alternativen, meinst du jetzt? LM, Fofana. Oben rechts. Passt. Also oben. Oben rechts. So, also die Grundmannschaft steht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir ein paar Leute auf die Bank setzen können. Ob wir das doch hinkriegen? Ja, ein paar haben wir ja noch. Lahne ist oben noch. Das ist der Einzige, oder? Ja. Der Rest ist weg. Scheiße. Schon ein bisschen traurig. Ist weg oder steht schon in der Startelf? Haben wir noch irgendwas LM-mäßiges? Nee. Aber du könntest Enrique reinbringen. Ich weiß nicht, kann der beide spielen? Ja, wir müssen eigentlich alle reinsetzen, die wir noch haben, auf die Art. Ja, fast zumindest. Nicht hundertprozentig, oder? Arena Garcia, achso, ja, Spanien. Ja, Akpan könnte dann LM, LV, RV spielen. Zukoski. Hahn. Zu Aremu oder irgendwie reinsetzen. Offensiven haben wir eh nur noch Schoma. Aber wow. Vladimir Rescu haben wir auch noch, ne? Ja, den LV haben wir auch noch, aber wir haben eh so viele LV, RV. Ja, ich weiß. Kim ist auch noch auf der Bank. Komm, Schoma für einen Notfall. Alle Stricke reißen. Wow. Ja, gut. Wird ein anderes Spiel gegen Barnsley übrigens. Okay. Jetzt haben wir es endlich mal auch geschrieben gesehen. Danke. 12. Moment. Ja, Heimspiel. Jetzt wird so ein Sieg gar nicht so schlecht sein. Ja, es wäre schön für das eine Ziel. Die Vorstandserwartung. Frühling, holt sich das Spiel des Monats Award. Yeah. Endlich mal. Also, so viel dürfen wir jetzt noch gar nicht auf der Uhr haben, oder? In der Folge? 22 Minuten. Das geht. Ja, es war halt einfach ein lahmes Fenster. Na, aber echt. Nicht viel dann zum Überlegen. Ab ins Spiel. Sollbauer. Was? Sag doch vom Namen was. Klingt sehr österreichisch, ehrlich gesagt. Das Sollbauer. Sollbauer. Ja, gut. Wir werden es nicht angezeigt bekommen, fürchte ich. Achso, wir kennen jetzt das Gesicht und der. Ach, der soll ihn doch. Was haben die denn für ein Logo, für ein lustiges? Ja, Mann. Ja, Mann. Oder wie die Engländer sagen, yo, man. Mit dem traurigen Rest. Jetzt werden viele unserer Fans sagen, who the fuck is this? Also. Aber wir haben halt immer noch gute Qualität dort stehen. Schon ganz gut, wie wir uns da verstärkt haben in der Breite. Ja, aber es war auch nötig. Ich meine, was spielen wir diese Saison alles? Einiges. Außer den Papa John. Ja. Den Rest quasi. Sonst sind wir in jedem der englischen Wettbewerbe vertreten. Nur ein Papa John fällt diesmal halt weg. Ja, wir haben noch unseren Torhüter. Im Sturm haben wir es auch noch sehr gut besetzt. Ja, ist im Prinzip eine AB11, wenn man so will. Ja. Michael Solbauer. Wir haben die Sachen halt sonst immer ein bisschen. Herbie Kane. Das ist nicht Harry Kane, sondern Herbie Kane. Wir haben das halt sonst ein bisschen durchgewechselt. Was jetzt, die jetzt halt eher, ja, Team der Reservisten in Anführungsstrichen. Mhm. Ein bisschen, ne? Abgesehen von Obata. Und Arena. Wäre auch geil, wenn du dir im Transferfenster den Herbie Kane kaufst, weil du nicht rechtlich gut genug aufpasst. Weil du einfach nur Hard Kane bist. Ja. Geil, Schnüppchen. Er spielt bei einem Zweitliga-Club, oh cool. Wow. Schau mal, wie günstig der ist. Hast du gerade gesehen, wie der Fotograf hinterher geguckt hat? Nee. Bei dem Ball. Kamera einmal umgedreht. Ja, ohne Scheiße. Schaut echt immer geil aus. Was? Da gibt es sicher keine Wiederholung, weil das war so knapp. Okay. Nehmen alles zurück. Also war echt knapp. Alter. Boah, das sind ja. Es war eine Zehenspitze. Ja, die leider auch zählt. Eine riesige Zehenspitze. Eine mega Zehenspitze.
Ding haut sich erstmal auf die Fresse. Ja, in so einem Comic wäre da jetzt so eine Sprachblase mit Ding. Wow. Ja, komm zurück vom Abseits. Cabral. Lauf nach vor, Cabral. Der weiß auch nicht, komm zurück, lauf nach vor. Was soll ich denn da? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh. Oh, ja, danke schön dafür. Hervorragend. Mach ihn rein, Cabral. Schieß ihn daneben, Cabral. Was denn jetzt? Also, den können wir schon verpflichten hier, den Verteidiger. Das war die perfekte Vorlage. Ja, den Torwart auch. Wobei, gut, der hatte jetzt nicht so viele Möglichkeiten im Vergleich, glaube ich. Jetzt kommt's hier, schau. Guckt er den Verschlag an. Ja, der Dreier hat so Dreier gespielt, oder? War das der Dreier? Ja. Also irgendeiner von denen, aber wenn Innenverteidiger einfach blind nach hinten färschelt, ist schon clever. Nice. Ja, kann man mal machen. Vor allem, wenn man eigentlich gesehen, also er muss gesehen haben, dass da noch ein Gegner mitsteht. Ja, eigentlich schon. Vielleicht hat er genau deshalb auch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Bestochen? Nicht von uns, wenn. Dago, gibst du, da ist ein Geldkoffer rübergewandert. Drum schaut so scheiße aus bei unseren Finanzen. Geldkoffer ja, aber ohne Geld. So. Oh, der Koffer ist so schön, wollen Sie das Geld? Na, nehmen Sie es mal raus, ich will einfach nur den Koffer. Na gut, was soll ich machen, Valvo? Ich meine... Ja, genau. Was? Ja, mit 90er Stärke einfach so legen und das ist nicht... Ist kein Foul, ich mein, oder was? Gut, es war sehr offensichtlich, wie er drüber gelaufen ist, aber trotzdem, ich meine, das Bein war doch da. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hättest du das Bein hingelegt und dann so, guck mal, Schiri, au, au, weißt du, so. Naja, wir sind in England, müssen wir mal wieder bedenken. Jedes Mal wieder, der ist wieder in England. Die stehen aber auf Fair Show. Ja, ich wollte gerade sagen, vorne können sie das ja machen, wenn sie wollen, aber hinten... Schwierig. Ach, das war gut. Da war ein bisschen riskanter reinzugrätschen, aber ich glaube, sonst wäre uns jetzt geklingelt. Ja, es war kein Abseits von Cabral, das ist sehr gut. Oh, oh, oh. Schön, Abseits. Nein? Geil. Nö. Ricky. Ricky Jade ist einfach schnell. Und die Flanke war diesmal echt gut für einen, der nicht flanken kann. Ja, war ein Pass. Ich hab mich nicht getraut, eine Flanke zu machen. Okay, das erklärt einiges. Ich habe nur gehofft, dass er nicht verhungert, der Pass. Aber ja, es ist, wenn der Passwert richtig scheiße ist, und ich glaube, so richtig mega gut ist der auch nicht, aber hat gereicht. Vielleicht hat man so fest. Schön, Ricky. Es war ein 2-0. Und jetzt schon, ne? Nach 28 Minuten. Ich wollte gerade sagen, es läuft viel besser als in den Spielen davor. Wer ist doch mal nicht da? Ist da irgendjemand, den man brauchen kann? Aber erinnerst du dich an die ersten Spiele in der Saison? Haben wir genau das auch gesagt. Hallo? Ja, lauf einfach mal durch, kein Ding. Bartha, der wird richtig zu einem geilen Rückhalt da hinten. Ja, aber ganz ehrlich, da war auch keiner mehr. Da haben die Rettungskasse schön aufgemacht. Ja, ist ja richtig schön durchgestochen. Wie so ein heißes Messer durch Butter. Ja. Ach. Richtungswechsel leider nicht ganz gecheckt. Das war leider nix. Schade. Schading. Das war aber Abseits, oder? Okay. Nein! Nee, oder? Ach, come on! Die Flanke war doch schon lange weg. Er hat den doch schon gehabt, der Torhüter. Ach, bitte. Dafür, weißt du? Ah. Mitte. Yes. Obata. Aha. Da hab ich gehört. Mitte soll ich schießen? Was war denn das? Vangoman? Nee, wer war denn das? Medina. Auch sehr halbherzig geklärt. Zwei Schüsse auf Tor von uns und sechs von Barnsley. Okay, okay. Ja. Okay. Ergebnis sagt aber was anderes. Wir sind, würde ich sagen, durchaus recht effizient im Moment unterwegs. Nein, da wollte ich nicht hinpassen, aber okay. Oh, nice. War übrigens Schuss Nummer 3. Ja, wird da oben auch angezeigt. Schüsse aufs Tor, 3 zu. Ja.
Ah, nee. Gabel nice. Auf. Ja, das kann er. Ist der bessere Cosgrove. Ja. Oder? So ein bisschen. Ja. Boah, schön. Ja. Ja. Verteidiger so bisschen, stellt sich so auch dumm an. Ist so ein bisschen beweglicher, aber auch, finde ich, als Cosgrove, oder? Das mit dem falschen Fuß. Ja. Ja, doch, fühlt sich schon ein bisschen beweglicher an. Ich glaube, er ist auch ein bisschen kleiner. Ja, gut, Cosgrove war halt auch einfach so ein. So ein Tlom 2.0. Ja, in hell. Ja. Und so. Der helle Tlom. Der ja, helle gut, Wahnsinn. Frisurtechnisch vielleicht auch nochmal einen Tick anders, aber. Ah, nice. Schön. Was denn? Deng. Schöner Pass von Cabral auf Deng. Ja, aber Deng hat den mit. Ja, aber nice. Also Deng hat sich den im Vorfeld schon erarbeitet, indem er da reingegrätscht ist. Der sagt auch, und ihr nehmt sich nicht mit hier in China oder was? Ja, vor allem den LM nimmt er mit, aber den ZOM den besseren nicht. Den besseren ZOM, genau. Aber es ist dasselbe, was ich nicht verstehe, warum Obata nicht spielt in der Nationalmannschaft. Klar ist es nicht China, ja. Aber Japan, haben die so viel besseren Torhüter? Ich glaube nicht. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, ehrlich Alter, gesagt. 4-0. Aber es ist so seltsam, oder? Mit dem Schwierigkeitsgrad. Manchmal tut man sich so schwer und manchmal. Ja. Manchmal verlierst du auch Spiele, weil keine Ahnung warum. Weil du eigentlich das bessere Team bist. Kriegst du hinten noch in der 90. Minute noch einen eingeschenkt oder so. Mhm. Ja. Da glaubt man manchmal wirklich, dass wir mittendrin einfach den Schwierigkeitsgrad wechseln. Oh, ja. Stark. Und das 5-0. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Weltklasse. Das meine ich halt. Du hast den Schwierigkeitsgrad ja echt nicht gewechselt. Es ist auch nicht so, als hättest du jetzt schon 10 Spiele gespielt, seitdem wir jetzt wieder anfangen. Dass du, weißt du, ja. voll drin bist und halt einfach die Gegner dominierst, weil du es gewohnt bist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und du hast jetzt auch 3 Tage nicht gespielt? Ja. Sowas, ne? Ja. Mhm. Also, ist nicht viel, klar, aber naja. Weil ja, und ich glaube ich schon. Wenn wir ein paar Tage nicht spielen, sind wir erstmal raus. Ja, war komisch. Da deckt man sich dann wieder einen höheren Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall und dann kriegt man wieder die Hütte poliert. Stark. Barzler ist ja jetzt, glaube ich, auch kein, dass man sagen müsste, sie spielen gegen Abstieg oder so permanent, oder? Ich glaube, die Liga. Boah. Was ist da los, Torhüter? Ah, 5 Tore, 6 Schüsse. Hallo! Ja, winkt da hinten, Blonde. Juhu! Servus! Keiner reagiert. Ist auch so ein Awkward-Moment, oder? Wenn du irgendwen zuwinkst, der winkt einfach nicht zurück. es macht einfach niemand irgendwas. Die sehen dich alle, du weißt auch, sie reagieren oder haben zumindest gesehen, dass du es machst, aber sie reagieren einfach nicht. Das war mal so peinlich. Ich habe, also ich kenne eine, nicht ganz so gut, aber wir waren halt öfter mal gemeinsam Party machen. Und ich habe die bei uns in der Nähe im Supermarkt getroffen als Kassierin. Und sagt ja. Ja, hallo, ja, schön dich zu sehen. Und sie reagiert halt einfach null. Wow. Und alle anderen so hinter mir in der Schlange gucken mich also an, um netter Versuch sie anzubaggern. Ja, genau. Ach, ist das wieder so ein Ding. Ja, nicht ganz geklappt. Lass dich einfach abkassieren und geh. Das ist furchtbar. Sie hat mich wohl nicht erkannt, weil ich an dem Tag, ich glaube, eine Brille hatte oder irgend sowas. Das ist nicht, weil du an dem Tag, wo du mit ihr Party gemacht hast, einfach deinen Glitzeranzug anhattest. Ja, genau. Was? Wow. Also heute da wieder sehr auch, kleinlich hier. Da hätte ich jetzt auch gesagt, es war gleiche Höhe oder sogar Ricky Jade ein bisschen weiter hinten. Aber es war so viel Absatz, wie seine Frisur hoch ist, also kaum. Ich wurde schon öfter getäuscht von meinem Auge oder vom Schiri. Nice, schöne Kombi. Und er läuft nicht raus, der Goalie, das ist perfekt. Und du hattest Angst, ne? Dass wir jetzt nur die B-Elf hinschicken. Und 2 sind uns schon aberkannt worden, oder? Wegen Abseits. Ja, und ich sag mal vorsichtig, wir sind noch
30 Minuten am Spielen, ne? Das ist jetzt noch nicht fertig, das Spiel. Der Goalie kommt aber auch null raus da. Also so ein bisschen, aber halt viel zu spät. Und schlecht. Ja. Ja, das war echt schon ein bisschen so peinlich. Ja. Hallo. Hey, na? Hey. Erkennst du mich noch an? Ah, so. Nein, ich reagiere nicht. Bitte gehen Sie, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Das ist so. Dann hatte ich hier geschrieben und beim nächsten Mal, wie ich dann dort war, war es ja voll freundlich. So, hey, na, wie geht's? Voll lang hast geredet du, mit hast mir. So, hast du so den Clark Kent-Moment, so einfach die Brille auf und sagst, hey, du hier. Siehst ja ganz anders aus. Hätte ich ja nie erkannt. Ja, aber jetzt, weißt du, es ist tatsächlich so, manche Leute sehen anders aus, wenn sie eine Brille tragen. Louis bloß war halt, nicht dumm, nee, das kann jedem passieren. Clark Kent halt eigentlich nicht. Bloß Clark Kent sieht halt genauso aus. Du halt mit und ohne Brille. Aber hey. McCrory ist ziemlich fit, platt. Arebo wäre fit. Gott, oh nein, der ist ziemlich fit, dann nimm ihn lieber raus. Ja, denk eigentlich auch, aber wir könnten Schoma sogar schon mal spielen lassen. Ich wollte gerade sagen, wechsel ihn doch einfach mal ein. Was soll passieren? 7-6 verloren. Und Lahne. 7-6 verloren. Nein. Cabral oder Jones? Ja. Kannst einfach zurück, weißt du, den Rest simulieren lassen. Wie Cabral lassen, oder Jones, ja. Ja, beide. Okay. Nee, Also, sollen wir simulieren lassen? Komplett durchsimulieren, fertig. 7-6. Weißt du, 6-7 verloren. Ja, oder, ich meine, du kannst es auch noch weiterspielen, wenn du willst, aber im Prinzip. Im Prinzip ist es gelaufen. Schlecht, Ricky Jay, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, ich bin mir relativ sicher, der wäre reingegangen. Ja. Oh, Ricky Jade, was ist da los? Sag mal, sofort auswechseln. Torschlusspanik, ha? Sofort auswechseln. Ach, geht nicht mehr. Mist. Shit. Dürfen wir eine Sonderregel haben, weil der so scheiße ist? Das wäre echt gut. Alle mit zwei Vornamen auswechseln. Die zählen nicht zum normalen Auswechselkontingent. Sehr geil, das heißt, dieser... Wie ist Gustav Kevin Georg heißen. Frühling? Und alle die Kevin heißen. Da könnte man sogar dreimal auswechseln. Und alle die Kevin heißen auch. Die zählen grundsätzlich nicht. Und Markus Holmgren, Valentin Pedersen oder wie er genau heißt. Alle die Kevin heißen, da darfst du unbegrenzt aufstellen. Von Beginn an schon. Die dürfen gar nicht aufgestellt werden. Vater. Stark. Da muss man gar nicht gucken, dass man weiß, dass es einfach sicher und stark war von ihm. Habe ich gesehen. 6-0. Ja, knapp. Das Krasse ist immer, jedes Mal, wenn ich simuliere, bin ich beim Ballbesitz aber sowas von unterlegen meistens, obwohl ich 6-0 gewonnen habe oder noch mehr. Immer auf Konter. Ja, meistens, wenn ich selber spiele halt, ne? Dann ist das so ein, da hast du irgendwie so einen schlechten Ballbesitzwert, warum auch immer. Wieso gehen die Dinge runter, wenn wir gerade das Ziel geschafft haben hier? War gerade noch 88, Alter. Ich wollte gerade sagen, hä? Hat aber auch gesoffen, der Vorstand. Also manchmal braucht man sich nicht, oder? Und das mit dem mittleren Ziel. Hä? Hat ja. Mich der Ärzte nicht mitbekommen wahrscheinlich. Der hat einfach gepennt. Meine Güte. Ja gut. Nice, wir haben nur 40 Minuten. Ja, ich glaube dann... Machen wir nicht noch eins, oder? Oder willst du noch eins machen? Ein schnelles vorsimuliertes. Das Schöne ist, dass die Bissigkeit jetzt wieder grün ist. Nice. Ja, stimmt. Ein paar spielen dürfen hier. Ja. Die auch teilweise rote. Mein Lane hat immer noch rot, aber. Ja, gut. Wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Oh, guck mal, 6 Punkte Vorsprung. Schau, da hat jemand die Interesse an mir. Wir haben 6 Punkte Vorsprung, also. Nice. Vor Aston Villa, die wir am Anfang gebügelt haben. Und gebügelt ist echt Untertreibung. Stimmt, das waren die, die so überhaupt die keine haben, Chance die hatten, haben, oder? Die haben 11 Gegentore wegen uns. Also nicht alle, aber die Hälfte mindestens. War das nicht 6-0? Ganz am Anfang? War das erste Spiel, oder?
Ja, ich glaube 6-0, oder? Ja. Ja. Danach haben sie offenbar fast alles gewonnen. Sogar mehr als die Hälfte haben sie von uns. Nice. Stimmt. Von den Gegentoren. Schön. Wir sind jetzt schon 7 Spiele, ne? Sie haben noch 2 bekommen danach. Nice. Nee, 5. 5, aber. 5, ja. 5. Schön. Swansea. Ach, Swansea mag ich. Ja, müsste ja auch das Originalstadion haben. Das kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Weißt du aber gar nicht, wie es heißt, aber wir werden sehen. Ja, das ist ja nur egal. Das sehen wir ja dann. Na, passt. Ja, gut. Dann machen wir noch eine, oder? Ja. In der Champions League wollen wir nochmal ordentlich auf die Rucke kriegen hier. Na, passt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann Dago fürs Dabeisein. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.